Hallo und herzlich willkommen bei Elder Demon Highlander. Ja, die Spoiler-Season zu dem Set Duskmourne House des Horrors ist vorbei und wir haben die ersten Leaks zu den vermutlich nächsten Karten, die wir erhalten werden, und zwar zu den Marvel-Karten und den Superhelden, die wir uns ja so gewünscht haben. Irgendwie im Laufe des Jahres oder Anfang des Jahres wurde ja angedeutet, dass es Karten geben wird zu entsprechenden Marvel-Charakteren und ein ganzes Set geben soll. Jetzt haben wir einen Leak erhalten auf Reddit, der zeigen soll, dass auch ein Secret Lair in Planung ist. Um genau zu sein, wurde auf Reddit ein Beitrag gepostet, der sagt, guck mal hier, diese Sachen wurden auf meinem Facebook-Marketplace angeboten. Ein bisschen merkwürdig vielleicht. Ja, und was wir sehen können, sind Magic-Karten mit Marvel-Charakteren, die in irgendwelchen Plastiktüten aufbewahrt werden, die so ein bisschen an diese Secret Lair-Verpackung erinnern. Und ja, diese Karten werden scheinbar in einem Kofferraum oder so abfotografiert. Und ja, das wird wahrscheinlich all unsere Magic Monk Eigenschaften triggern. Diese Karten wurden mit Gummibändern hier aufbewahrt. Ja, und ich bin mir nicht ganz so sicher. Es ist natürlich ein Leak, es sind keine offiziellen Spoiler, über die wir heute reden. Allerdings habe ich mich ein bisschen mit den Karten beschäftigt und versucht herauszufinden, sind diese Karten möglicherweise echt oder gibt es Anzeichen, dass sie gefälscht sind. Und das möchte ich einmal mit euch durchgehen heute. Ich habe mir die Mühe gemacht, aus diesem Foto die 4 Karten herauszuschneiden und sie in diesem Video natürlich besser analysieren zu können. Was ich mir angeschaut habe, ist natürlich, welche Artists werden hier erwähnt und wie sind die Formulierungen der ganzen Regeltexte und so weiter. Und selbstverständlich habe ich die Bilder in die Google-Rückwärtssuche geschickt. Was schon mal positiv ist, diese Artworks dieser Superhelden hier werden bisher nirgendwo anders von Google ausgespuckt, was schon mal ein gutes Zeichen ist, denn das bedeutet, dass hier nicht jemand hergegangen ist und eine Karte erstellt hat und irgendein Bild aus dem Internet genommen hat. Diese Artworks hier sind für Google zumindest nicht bekannt. Ja, und das ist schon mal ein gutes Anzeichen, dass wir extra Artworks für Magic-Karten hier sehen werden. Zudem sind die Artists, die dort notiert werden, auch schon alle einigermaßen bekannt. Nicht von jeder Karte konnte ich den Artist unbedingt lesen, aber die, die ich identifizieren konnte, ja, die waren alle sehr solide, sind bisher bekannte Magic Artists, aber jemand, der sich Mühe geben würde, so etwas hier zu fälschen, würde natürlich solche Artists hier auch natürlich in Betracht ziehen. Gehen wir doch einfach mal Commander für Commander durch. Wir werden uns die Commander-Karten anschauen und ich habe zu jedem Commander hier oder zu jeder legendären Kreatur auch 2 Karten rausgesucht, die wir in einem Commander-Deck spielen könnten. Die erste Karte, die wir uns anschauen, ist Black Panther. Der kostet ein grünes und ein weißes und ist eine 2/2er-Kreatur mit Erstschlag. Immer wenn Black Panther oder eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, das Spielfeld betritt, legen wir eine +1/+1-Marke auf ein Land, das wir kontrollieren. Das finde ich schon mal sehr cool, das habe ich glaube ich so in der Art in Magic auch noch nie gesehen. Dann können wir für 3 Mana eine Fähigkeit hier aktivieren. Wir bewegen alle +1/+1-Marken von einem Land unserer Wahl, das wir kontrollieren, auf eine Kreatur unserer Wahl. Wenn eine oder mehrere +1/+1-Marken auf diese Art und Weise bewegt wurden, dann erhalten wir entsprechend viele Lebenspunkte und ziehen eine Karte. Ich muss sagen, der ganze Regeltext ist schon sehr unique und deshalb finde ich Black Panther hier ziemlich cool. Dass wir +1/+1-Marken auf Länder legen können, das ist schon mal sehr außergewöhnlich, aber zudem finde ich es auch cool, dass wir die +1/+1-Marken von den Ländern runter bewegen können. Wir können also unsere Länder erstmal als sichere Bank benutzen und sie schön aufladen und irgendwann im späteren Verlauf des Spiels, wenn unsere Länder dann nicht zerstört wurden, können wir zum finalen Schlag ausholen und dann die +1/+1-Marken auf eine Kreatur legen, die ungeblockt durchkommt, um so möglicherweise richtig viel Schaden zu verursachen oder mit Black Panther so viel Commander-Schaden zu verursachen, dass wir einen Spieler raushauen können. Selbstverständlich darf da die Doubling-Season nicht fehlen. Immer wenn ein Effekt eine Marke auf eine bleibende Karte legen würde, dann legen wir stattdessen doppelt so viele Marken drauf. Das heißt, wenn eine Kreatur das Spielfeld betritt, dann legen wir schon mal 2+1/+1 Marken auf ein Land unserer Wahl. Und dann, wenn wir die Marken runterbewegen würden und auf eine andere Kreatur legen, ja, dann werden aus 2 Marken plötzlich 4 Marken. Und das ist natürlich ein richtig krasser Effekt. Zudem kann ich mir vorstellen, dass wir auch grün-weiß hier mit Tokens spielen, so dass wir richtig viele Kreaturen ins Spielfeld befördert bekommen und da ist Doubling Season natürlich auch richtig gut. In diesem Zusammenhang stelle ich mir zum Beispiel das legendäre Artefakt Horn of Gondor vor. Hier ist es so, wenn dieses Artefakt das Spielfeld betritt, erzeugen wir einen 1/1er weißen Menschen-Soldaten-Kreaturen-Spielstein. Aber auch für 3 Mana können wir so viele weiße Menschen-Soldaten-Kreaturen-Spielsteine erzeugen, wie die Anzahl an Menschen ist, die wir kontrollieren. Unser Commander Black Panther hier wäre ja auch schon mal ein Mensch, das heißt, wir könnten hier mindestens immer einen Menschen erzeugen und ja, die Zahl wird ja immer wieder verdoppelt und so kriegen wir richtig viele Marken auf die Länder, aber auch Kreaturen werden richtig viel auf unserer Seite, wenn unsere Gegner es nicht schaffen sollten, so etwas hier zu verhindern.
Ja, und dann ist es natürlich einfach, mit vielen Kreaturen anzugreifen, irgendwas ungeblockt natürlich durchzulassen, und dann können wir hier zum finalen Schlag ausholen. Die nächste legendäre Kreatur, die wir uns anschauen, ist Captain America First Avenger. Natürlich hat er die Farbidentität Rot, Weiß und Blau, wie die amerikanische Farbe ist. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es damals schon aus dem Set Apokalypse auch irgend so einen Engel, gezeichnet von Erker Post, dem man damals auch schon den Spitzennamen Captain America gegeben hat. Das war, glaube ich, ein Engel, der Erstschlag, Wachsamkeit und Flugfähigkeit hatte und 3-3 war und sonst keine Fähigkeit hatte, aber so ein unermüdlicher Kämpfer war. Ja, jetzt haben wir hier eine andere Kreatur, die den Namen erhalten hat, natürlich der mit dem Captain America Artwork hier auch. Ja, und für 3 Mana können wir ein Equipment, das an Captain America ausgerüstet ist, lösen. Und er fügte dann so viele Schadenspunkte zu, wie der Mana-Value dieses Equipments war. Und das können wir dann auf 1, 2 oder 3 Targets aufteilen. Ein bisschen auffällig finde ich hier die Formulierung "He deals damage", also er fügt Schaden zu. Normalerweise ist es in Magic ja so, dass man sagt, die Kreatur fügt Schaden zu oder so, also man spricht jetzt nicht von he or she in den ganzen Karten. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass hier eventuell eine Formulierung gewählt wurde, weil man mit diesem Universe Beyond natürlich auch außenstehende neue Spieler dazu gewinnen möchte und dann gemerkt hat, ja okay, das ist vielleicht eine unglückliche Formulierung, die ein bisschen zu Verwirrung stiften kann. Wir Magic-Spieler lieben sowas natürlich, weil es eben halt regelkonform ist, aber für neue Spieler kann ich mir vorstellen, dass man extra diese Formulierung gewählt hat, ja, damit klar ist, wer hier den Schaden zufügt. Dann haben wir noch Catch, eine weitere Fähigkeit, die besagt, zu Beginn der Kampfphase in unserem Zug können wir irgendein Equipment ja an Captain America attachen, was ich schon mal ziemlich cool finde. Also er kann hier sein Schild werfen, Schaden zufügen, und wenn es dann wirklich im Kampf zugeht, also wenn er dann in den Nahkampf geht quasi, dann kriegt er sein Schild zurück, was ich ziemlich zutreffend finde, so wie ich Captain America aus den Filmen her kenne. Ein Equipment, was ich auf jeden Fall in diesem Deck spielen wollen würde, ist der Sunforger. Hier können wir für ein rotes und ein weißes Mana dieses Equipment auch anattachen, um dann unsere Bibliothek nach einer roten oder weißen Spontanzauberkarte mit umgewandelten Mana-Kosten von 4 oder weniger rauszusuchen und direkt auszuspielen, ohne die Mana-Kosten bezahlen zu müssen. Das ist natürlich ziemlich geil, weil wir so ziemlich coole Zaubersprüche raussuchen können, die entweder unsere Kreaturen beschützen oder Schaden zufügen, oder wenn wir Captain America betrachten, ja, dann können wir eventuell sogar einen Counterspell raussuchen, der noch zusätzlich weiß und blau irgendwie so als Farbkosten hat. Cool ist natürlich, zu Beginn der Kampfphase kriegen wir dieses Equipment dann umsonst auf Captain America wieder zurück, und das finde ich ziemlich cool. Aber auch Conqueror's Flail ist so ein Equipment, was hier rein muss, wenn wir ein bisschen auf Control spielen wollen. Solange Conqueror's Flail an einer Kreatur attached ist, dann können Gegner keine Zaubersprüche mehr während unserer Züge spielen, und das ist natürlich richtig gut. Da können wir dann in unseren Zügen und in unseren Kampfphasen machen, was wir wollen. Unsere Gegner können jetzt hier erstmal nicht mehr mit Zaubersprüchen reagieren. Natürlich können sie noch Fähigkeiten einsetzen. Zudem erhält Captain America hier +1/+1 für jede Farbe unter bleibenden Karten, die wir kontrollieren. Da er ja schon dreifarbig ist, würde er mindestens hier +3/+3 bekommen, oder vielleicht auch maximal, wenn wir es in einem Captain America Deck spielen. Ja, und dann ist er schon eine 7/7er Kreatur, und es würden jetzt ja nur noch 3 Angriffe ausreichen, um einen Spieler mit Commander-Schaden rauszuhauen. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass man im Captain America Deck auch diese ganzen Schwerter spielt, die ihm Schutz vor Farben geben, so dass er dann nicht mehr geblockt werden kann und die Effekte dann eben halt gut durchkommen von den Schwertern. Insgesamt eine ziemlich coole Sache, und ich finde, sie haben auch hier wieder ziemlich gut auf die Karte, die Regeltexte auf der Karte so erstellen können, dass ich die Kreatur aus dem Film wiederfinde im Magic-Universum. Auf Wolverine, Best There Is, habe ich mich ziemlich gefreut. Ich finde das Artwork ziemlich cool. Auch hier habe ich kein vergleichbares Artwork in der Google-Suche gefunden. Wolverine kostet ein generisches, ein rotes und ein grünes Mana, ist eine 2/2er-Kreatur, und Schaden, den Wolverine zufügt, wird generell verdoppelt. Er hat keinen Erstschlag, er hat keinen Doppelschlag, Schaden wird verdoppelt. Das ist eine Sache, die fand ich jetzt nicht ganz so passend, denn schließlich hat Wolverine hier übelste Krallen, und wenn ich mir so die Filme angucke, ja, dann ist es eigentlich so, dass Wolverine hier jeden kaputt haut, bevor er irgendwie nur Schaden bekommen kann. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Zu Beginn des Endsteps, oder zu Beginn jeden Endsteps, und wenn Wolverine Schaden zu einer anderen Kreatur zugefügt hat in diesem Zug, dann legen wir eine +1/+1 Marke auf ihn. Hier hätte ich auch eher passender gefunden, am Ende des Zuges, wenn eine Kreatur gestorben ist, weil Wolverine ihr Schaden zugefügt hat, wird er verstärkt, aber gut, finde ich trotzdem geil. Ja, und für ein farbloses und ein grünes Mana können wir Wolverine regenerieren.
Ja, er kann ja nicht sterben, dieses Adamantium in seinem Körper hilft ihm dazu, sich immer wieder zu regenerieren. Ja, und das finde ich ziemlich cool. Von daher ist Erstschlag jetzt mal nicht so notwendig, weil wir ja auch in den Filmen gesehen haben, dass Wolverine Schaden bekommt und nicht unverwüstbar ist. Also nicht, dass er irgendwo reingeht, einfach alles kaputt haut und dann irgendwie ohne einen Kratzer wieder rauskommt. Nein, wir sehen immer wieder, wie Wolverine irgendwie Schaden bekommt und sich dann eben halt heilen kann. Von daher finde ich die ganze Karte als sich schon ziemlich stimmig. Unsere Gegner werden uns natürlich nicht angreifen, wenn Wolverine liegt, deshalb müssen wir Wolverine zu den Kreaturen unserer Gegner bringen. Daher brauchen wir Ulvenwald Tracker, denn auch wenn wir mit Wolverine angreifen, in der Hoffnung, dass er geblockt wird, damit er eine +1/+1-Marke bekommt, werden unsere Gegner wahrscheinlich eher entscheiden, ihn einfach durchzulassen, den doppelten Schaden zu kassieren, aber Wolverine nicht unbedingt stärker werden zu lassen. Der Ulvenwald-Tracker besagt, dass wir für ein generisches, ein grünes und ihn tappen, eine Kreatur, die wir kontrollieren, bestimmen können und die kämpft dann gegen eine andere Kreatur. Also sie fügen sich gegenseitig Schaden zu und wir haben natürlich vor, hier Wolverine so einzusetzen, dass wir gegnerische Kreaturen auch zerstören können und ihn dann damit stärken können. Diese Fähigkeit können wir auch in den Zügen unserer Gegner einsetzen, was dann eben halt positiv ist, weil die Fähigkeit ja auch zu Beginn jeden Endsteps triggert, so dass dann eben halt Wolverine in jedem Zug stärker werden kann. Wir brauchen aber ziemlich viel Mana in diesem Deck, denn die Regeneration werden wir bei Wolverine wahrscheinlich häufig gebrauchen, wenn er häufig in den Kampf geht. Leider ist Wolverine auch nicht geschützt von Exile Spells, also ein Deadly Relic zum Beispiel würde hier Wolverine natürlich aus dem Spiel entfernen. Zu guter Letzt habe ich mir noch Bristly Bill überlegt, den man in hier so einem Deck spielen könnte. Mal wenn Land unter unsere Kontrolle das Spielfeld betritt, dann kriegt eine Kreatur eine +1/+1-Marke. Das sollte nach Möglichkeit hier Wolverine sein. Und für 5 Mana können wir die +1/+1-Marken auf Kreaturen, die wir kontrollieren, verdoppeln. Diesen Ansatz finde ich eh sehr passend in diesem Deck. Wenn wir mit Kreaturen spielen, die +1/+1-Marken benötigen, können wir Bristly Bill auch mit anderen Kreaturen hier zum Beispiel synergieren lassen. Und wenn wir dann natürlich auch andere Kreaturen in diesem Deck stärker werden lassen, dann würde ein Ulvenwald-Tracker natürlich auch Sinn machen, wenn Wolverine mal gerade nicht auf dem Spielfeld liegt. Kommen wir aber zu guter Letzt zu Iron Man, wahrscheinlich der Fan-Liebling unter euch. Schreibt so einfach mal in die Kommentare, welchen ihr hier am besten findet bisher. Iron Man oder der Schauspieler kommt ja wieder im Marvel-Universum als Dr. Doom. Ich bin gespannt, ob wir ihn auch als Dr. Doom auf den Magic-Karten sehen werden. Hier haben wir jetzt einen blau-roten Commander, der eine 4-4er-Kreatur ist mit Flugfähigkeit und Eile. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Und immer wenn Iron Man angreift, dann erzeugen wir einen Treasure-Token. Und dann können wir eine Nicht-Kreaturen-Artefakt-Karte opfern. Wenn wir das machen, durchsuchen wir unsere Bibliothek nach einer Artefakt-Karte mit Mana-Value 1 plus der geopferten Mana-Value der Karte. Und dann bringen wir diese Karte aufs Spielfeld getappt und dann müssen wir natürlich unsere Bibliothek mischen. Hierbei wird wahrscheinlich darauf abgezielt, dass wir den Anzug von Iron Man nach und nach aufbauen können, indem wir kleine Artefakte hier opfern und dann größere Artefakte ins Spielfeld bekommen. Insgesamt finde ich das eine ziemlich coole Sache und ja, das Coole ist natürlich, wir kriegen auch gleichzeitig einen Treasure Token, den wir in diese Fähigkeit hier reinopfern können. Später im Verlauf des Spiels können wir diesen Treasure Token natürlich auch nutzen, um damit Mana zu generieren und ja, andere Strategien zu verfolgen. Hier in diesem Deck haben wir auf jeden Fall Platz für Dalakor's Crafter of Wonders, eine ziemlich coole Kreatur und eigentlich wollte ich um ihn immer mal wieder ein Artefakt-Deck bauen, aber ich habe es nicht so richtig geschafft, weil ich keine richtige Strategie gefunden habe und irgendwie auch nicht mehr die Karten dann gesammelt habe irgendwann. Hier können wir natürlich eine Kreatur oder diese Kreatur für 2 farblose Mana tappen, also wie ein Soul Ring verwenden und dieses Mana kann nur genutzt werden, um Artefakt-Zaubersprüche oder aktivierte Fähigkeiten von Artefakten zu nutzen. Ausgerüstete Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Flugfähigkeit und Eile, also das passt auch schon mal darauf, wie Iron Man hier funktioniert und ich glaube, das könnte eine ziemlich gute Synergie in diesem Deck hier sein, wenn wir in dieses Deck auch Equipments packen. Nur ganz ehrlich, dann haben wir glaube ich schon einen zweiten Commander, der irgendwie mit Equipments funktioniert und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich darauf Bock hätte, weil es dann doch nicht so unique ist einfach. Ziemlich cool in diesem Zusammenhang finde ich die Verzauberung Mirrodin Besiege. Hier können wir Myrana oder Phyrexiana auswählen, wenn wir diese Verzauberung das Spielfeld betreten lassen. Und ich würde hier eher auf Phyrexiana setzen. Zu Beginn unseres Endsteps ziehen wir eine Karte und müssen dann eine Karte abwerfen. Das heißt, wir können auch schon mal ziemlich gut filtern, was wir behalten wollen und was nicht. Und dann, wenn 15 oder mehr Artefakte in unserem Friedhof liegen, dann verliert ein Gegner unserer Wahl das Spiel. Das heißt, wenn also unser Iron Man hier einen ziemlich geilen Anzug zusammengebaut hat und den ganzen Schrott, den er nicht mehr braucht, abgeworfen hatte, dann kann er zur vollen Stärke aufblühen und einen Gegner raushauen. Und ja, das finde ich schon ziemlich gut.
So, das waren alle vier legendären Kreaturen, die in diesem League verfügbar waren und die haben wir uns angeschaut und ich finde sie insgesamt ziemlich cool. Wir haben wenig Anhaltspunkte irgendwie sehen können, die dafür sprechen, dass es ein Fake ist. Also ein bisschen auffällig finde ich, um ehrlich zu sein, die Gummibänder und die Formulierung, dass zum Beispiel Captain America, dass er Schaden zufügt. Allerdings, ja, der Rest spricht eigentlich dafür, dass es richtige Karten sein müssten, da die Artworks bisher noch nirgendwo anders verwendet wurden und ich es ziemlich sportlich finden würde, wenn man so vier universelle und gut passende Artworks für Magic-Karten hier zusammenbasteln könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob künstliche Intelligenz dazu schon in der Lage ist, sowas Cooles hier auf die Beine zu stellen. Wenn wir uns den Reddit-Beitrag einmal anschauen, dann finde ich allerdings noch auffällig, dass wir nur vier Karten sehen und eine fünfte im oberen Bildrand irgendwie abgeschnitten ist. Ja, angeblich soll das Ganze auf Facebook Marketplace irgendwo angeboten worden sein, noch mit anderen Secret-Lair-Karten, die allerdings schon bekannt sind. Und die ganzen Karten sollten für 30 Euro hier irgendwie verhökert werden. Der Autor von diesem Reddit-Beitrag hat den natürlich angeschrieben und mal gefragt und so, sich aber nicht getraut, hier was für 30 Dollar zu kaufen, der natürlich Angst hat, hier übers Ohr gehauen zu werden. Allerdings habe ich mir den User, der diesen Beitrag hier online gestellt hat, mal etwas genauer angeschaut. Dieser User war nämlich ungefähr 2-3 Jahre inaktiv auf Reddit und hat vor 2 Monaten erst wieder einen Beitrag kommentiert und hier ging es darum, dass man gealterte Karten auf Reddit gewinnen konnte und unter anderem war da ein Vindicated dabei, wo auch ein Iron Man abgebildet war. Natürlich ist das jetzt kein Beweis dafür, aber es könnte natürlich irgendwie die Fantasie dieses Reddit-Autors beflügelt haben, um selber solche Karten zu erstellen. Oder es ist einfach nur ein ziemlich doofer Zufall. Schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, was du denkst, ob diese Leaks hier echt sind und ob du dir diese Karten hier kaufen wollen würdest. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal bei Elder Demon Highlander.